herzlich willkommen zu deinem Podcast Erfolgreich Glücklich Sein. Hier spricht Walter und neben mir sitzt Christina. Und wir sind von Herz über Kopf, deinem Podcast, der dich unterstützt in dein ganzes Strahlen, in dein Potenzial und in die Erfüllung deiner Herzenswünsche zu kommen. Und genau darüber geht heute der Podcast. Was glaubst du eigentlich, was für dich möglich ist? Und wir wollen dir etwas erzählen von den Inspirationstagen, die wir jetzt gerade hier in Berlin-Schmöckwitz zusammen mit 80 wunderbaren Menschen durchgeführt haben. Und es waren einfach zwei ganz, ganz tolle Tage. Ja, und wir haben das selbst immer wieder mal in unserem Leben, dass wir das Gefühl haben, boah, jetzt stehen wir an einem Punkt, wo es irgendwie gefühlt nicht so ganz weitergeht und wo ich zumindest als ein Teil von Herz über Kopf schneller den Kopf hängen lasse als jetzt Walter beispielsweise, weil es einfach auch ein bisschen was immer mit unserer Persönlichkeit zu tun hat. Das heißt, es gibt Persönlichkeiten, die haben das Gefühl, alles ist möglich und ich schaffe das. Und es gibt Persönlichkeiten, die denken ganz schnell, wenn auch nur der kleinste Gegenwind kommt oder irgendetwas nicht so funktioniert, wie ihr Kopf das jetzt gerne haben möchte, dass irgendwie gar nichts mehr klappt und dass es auch vielleicht alles gar keinen Sinn macht. Und zu denen gehöre leider ich manchmal. Das heißt, meine Frustrationstoleranz ist nicht so hoch wie die anderer Menschen. Und ich will dich heute einladen, mal so für dich zu gucken, wie hoch ist denn deine Frustrationstoleranz? Es ist ein Begriff aus der Psychologie, der beschreibt, dass ein Mensch, je nachdem, was er auch vielleicht erlebt hat, relativ gering bereit ist, frustriert zu werden. Also eine kleine Frustrationstoleranz nur hat und sofort dann einknickt. Das heißt, sich dann nichts mehr zutraut und das Gefühl hat, wenn jetzt jemand gesagt hat, das schaffst du auf gar keinen Fall, bist du denn verrückt, was soll denn das Ganze überhaupt, das ist doch totaler Quatsch, du hast dich da irgendwie naiv in irgendeine Ecke drängen lassen, falls du sowas kennst, dann bist du vielleicht eher noch ein Mensch mit einer niedrigeren Frustrationstoleranz. Und wir dürfen üben, die zu steigern und dürfen uns das immer wieder bewusst machen, wie hoch ist denn gerade so meine innere Toleranz für Frustration, für Misserfolg. Und ich habe gerade gestern wieder festgestellt, und das kennst du vielleicht auch, und wenn nicht, möchte ich dich darauf hinweisen, es kann sein, dass du einen Mini-Mini-Mini-Schritt entfernt bist von deinem Erfolg, einen Mini-Schritt entfernt bist von deinem Durchbruch. Und wenn du jetzt aufhörst, wirst du den nie erleben, weil du gerade kurz vor Ziel, ohne das natürlich zu wissen, eingeknickt bist. Und bevor Christina jetzt die Geschichte erzählt, was sie meint mit diesem kurz vorm Ziel aufhören oder umdrehen, möchte ich nochmal kurz darauf eingehen, was du gerade gesagt hast. Christina hatte das Gefühl, es geht nicht weiter und wir haben so viele, es funktioniert nicht so, wie sie sich's vorstellt. Und ich hatte genau das gegenteilige Gefühl, weil das Interessante ist, dass es Persönlichkeitstypen gibt, die eben immer das Wasserglas eher halb leer sehen. Und natürlich, ich gehöre eher zu denen, die das Wasserglas ganz voll sehen, obwohl es nur halb voll ist, ja. Also es gibt beide Richtungen und Christina und ich, wir ergänzen uns da ganz gut, weil wir eben beides repräsentieren. Und das Interessante war, dass ich eigentlich voll das Gefühl hatte, Mensch, es läuft super. Es ist einfach, unsere Ausbildung ist wirklich jetzt, wir haben nur noch, glaube ich, ein oder zwei Plätze. Danach ist sie voll. Wir haben mega Inspirationstage gehabt. Wir haben so tolle Menschen, die zu uns kommen. Und macht einfach so einen Spaß, mit diesen Menschen zu arbeiten. Die haben auch Lust, andere Menschen anzustecken. Also wir sind gerade dabei, wie so eine Art Kettenreaktion zu erzeugen, dass wir uns gegenseitig das Licht anzünden. Und Christina hat eine ganz andere Wahrnehmung gehabt. Warum? Es war natürlich auch nicht so ganz leicht auf den Inspirationstagen. Dann hat die Technik nie funktioniert. Dann kam kein Essen. Dann standen da 80 Leute und hatten jeder so ein kleines Brötchen in der Hand, hatten aber eigentlich ein Mittagessen gebucht. Also es war nicht so ganz easy. Und ich sage ja nicht, dass mich das nicht anstrengt. Das hat mich schon angestrengt. Aber so von dem Gefühl her habe ich wirklich das Gefühl, es geht gerade richtig gut nach vorne. Und das ist einfach mal wahrzunehmen, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen sein können für genau dasselbe Ereignis. Und diese Persönlichkeitstypen nennt man im Enneagramm einmal die 4 und einmal die 3. Die 3 redet sich das Leben oftmals schön und die 4 redet sich's schlecht. Und zusammen sind wir eigentlich perfekt, weil wir eigentlich genau die Mitte stimmt. Es ist nicht so rosig, wie ich mir das zusammenreime, aber es ist auch nicht so schlecht, wie Christina sich's gerade denkt. Schau mal du bei dir, was bist du eigentlich eher für ein Typ? Machst du es eher klein oder ja, deckst du so einen rosa Schleier drüber und sagst, ach guck mal, wenn es regnet, ach, über den Wolken scheint die Sonne. Also ja, einfach mal zu schauen, was bin ich eigentlich für ein Typ
Und das hat ganz eng damit zu tun, was du wirklich für möglich hältst. Und jetzt kommt Christina mit der Geschichte, warum du manchmal wirklich einen Zentimeter vor dem großen Durchbruch umkehrst und aufgibst. Es kann ja auch manchmal sein, dass einfach viel zusammenkommt. Ne? So war das jetzt bei uns. Unsere Inspirationstage waren auch für mich wirklich total beseelend und ganz, ganz toll. Und ich habe die Begegnung mit den Menschen echt genossen. Und dennoch habe ich halt all die Sachen gesehen und als belastend empfunden, die so ein bisschen schwer gewogen haben, ne, das Hotel. Und dann haben wir das nächste Ausbildungshotel für die übernächste Ausbildung. Leider jetzt nicht, weil wir dachten, wir könnten es dort machen. Aber nach dem Erlebnis dort sind da jetzt alle Würfel nochmal neu gerade am Werfen oder am geworfen werden. Und die Sache ist die, dass das nicht so einfach ist, ein Hotel zu finden, das wirklich passt. Schon gar nicht so in Anführungsstrichen kurzfristig. Das heißt also, ich sehe also diese organisatorischen Dinge, die da jetzt noch so anstehen, und das belastet mich doch sehr. Also es sind einfach viele Themen, weil wir ja auch so ein Zwei-Personen-Team sind. Wir haben zwar jetzt schon Teamunterstützung, aber wir könnten noch mehr Teamunterstützung brauchen auf unserem Weg. Und so habe ich halt das Gefühl gehabt, es ist einfach so viel zu tun. Und dann funktionierte etwas so gar nicht, was jetzt schon seit Wochen hätte aber funktionieren sollen. Wir nehmen gerade neue Meditationen für dich auf und die sollen ganz, ganz toll werden. Die sollen unterlegt werden mit sehr professioneller, wunderschöner Musik. Und wir hatten extra einen Musiker dafür engagiert und der Musiker hat uns einfach nicht verstanden. Das heißt, wir haben es nicht transportiert bekommen, was wir uns wünschen, und waren mit unserem Abgabetermin für ein ganz für uns wichtiges Projekt jetzt schon 2 Wochen im Verzug. Was mir per se natürlich Stress macht. Weil ich bin ein Mensch, der möchte auch abliefern. Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin Perfektionist, das muss gut sein. Und dann hat er uns immer wieder Sachen geliefert, die einfach desaströs waren, die gar nicht gut waren, überhaupt nicht. Und da hatten wir zum Beispiel eine Angstmeditation und er hat gedacht, bei einer Angstmeditation muss er Angst auslösen. Also da hat er so wirklich so krasse Sounds drin von Hitchcock, so ein bisschen, wo wir gedacht haben, oh Mann, nee, das geht natürlich gar nicht. Angstmeditation heißt für uns, dass wir die Angst vereinladen, aber wirklich die Menschen durch ihre Angst durchführen. Und dazu braucht es natürlich eine eher ganz weiche, tragende Musik, die dich sozusagen an die Hand nimmt, haben wir das genannt. Also so an die Hand nehmen Sounds. Und dann kam der große Durchbruch gestern, gell? Ja, weil ich war dann halt echt zutiefst am Boden zerstört, weil ich hatte das so gut erklärt und es war meine Meditation mit der Angst. Und jeder, der mich kennt, weiß ja, dass ich auch so ein Angstmensch bin, dass ich viele Panikattacken in meinem Leben hatte. Also habe ich ihm das ganz genau erklärt und dann schickt er so einen Hitchcock-Verschnitt, wo ich in den ersten Sekunden schon selbst richtig hier in Wallung komme und denke, oh mein Gott, ja, was löst der denn jetzt hier aus? Aber das ist ja nicht das, was ich will. Also waren wir echt ein bisschen verzweifelt, weil all die anderen Meditationen genauso wenig klappten, die er aufgenommen oder unterlegt hat mit der Musik. Und dann wussten wir, okay, wir müssen jetzt die nächsten Tage wirklich investieren und zu ihm hinfahren und mit ihm gemeinsam dort sitzen und das Ganze nochmal ganz von vorne aufrollen. Und dazu ist natürlich eigentlich gar nicht die Zeit gerade. Wir haben überhaupt nicht die Zeit dafür. Und ich habe auch nicht die Geduld und ich war dann echt frustriert und dachte so, Mensch, das bringt's nicht, wir müssen es lassen, mit dem macht das keinen Sinn. Und dann hätte ich das am liebsten alles abgebrochen und mich zurück in mein Mauseloch gekrochen oder verkrochen und dann meinte Walter, nee, komm, wir nehmen jetzt diese Zeit auf uns und wir fahren da jetzt hin und wir erklären das jetzt nochmal, obwohl wir es ja schon sehr, sehr häufig erklärt haben. Und siehe da, es lief wie am Schnürchen. Wir haben zwar den ganzen Tag investiert dort und werden auch heute nochmal den ganzen Tag investieren, aber es lief sehr, sehr gut und er macht ganz tolle Meditationen jetzt, so wie wir uns das wünschen. Und das hätte ich wirklich nicht mehr für möglich gehalten. Das heißt, meine Frustration war so schnell, so hoch, natürlich auch durch all die anderen Faktoren, die da gerade sind, aber dennoch, frag dich mal, wie geht es dir da manchmal? Ich weiß, wir haben viel im Alltag zu bewältigen, ihr genauso wie wir. Und es gibt den einen, der steckt das besser weg und der andere, weil er vielleicht auch eine dünnere Haut hat, ist schneller frustriert und lässt sich schneller beirren. Aber oftmals ist es wirklich so, dass nur ein Mini-Schritt fehlt und dann ist es vollendet. Und so ist mir das gestern wieder begegnet und ich habe bei mir gemerkt, ich darf einfach entspannter noch werden. Ich darf einfach darauf achten, dass ich mich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lasse, nur weil der jetzt hier einen Hitchcock-Verschnitt liefert bei einer Meditation, die Vertrauen und Sicherheit geben soll. Ja, und da gibt's ja dieses schöne Bild von diesem Typen, der mit der Spitzhacke so ein Loch gräbt und nach Diamanten gräbt sozusagen. Und man sieht es so im Querschnitt und er hört genau diese 5 Zentimeter, er hat schon, weiß ich, 100 Meter gegraben und 5 Zentimeter, bevor die Diamanten kommen oder die Goldmine, dreht er um und sagt, das wird nichts. Und ich glaube, das kannst du dir einfach mal für dein Leben übersetzen. Wo gibt es Dinge, die du dir so sehr wünschst und vielleicht sogar echt zu früh aufgibst? Sei es in Partnerschaft,
Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass die Menschen sich einfach viel zu früh trennen. Sie haben letztendlich alles, was sie brauchen, um glücklich zu sein. Doch natürlich drücken sie sich gegenseitig in Partnerschaft die Knöpfe und ganz schnell kommt dieser Frust. Und bei Menschen, die eben eine niedrige Frustrationstoleranz haben, die drehen dann um und sagen, ach, mit dem wird's nichts. Und dann suchen sie sich den Nächsten, mit dem wird's auch wieder nichts und mit dem Übernächsten. Und so kommt wie so eine Art Negativspirale in ein Leben, wo es gar nicht sein muss. Manchmal darf man wirklich einfach wirklich dranbleiben. Und wir sagen ja auch immer wieder, Menschen, die erfolgreich sind, die haben gelernt, hinzufallen und wieder aufzustehen. Menschen, die erfolgreich sind, gehen durch ihren Frust, genau wie wir gestern, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen dahin und wir wussten wirklich überhaupt nicht, ob das was wird. Und schon nach einer halben Stunde war klar, boah, das wären so berührende Meditationen und du kannst dich drauf freuen, diese Meditation wird für dich wirklich ganz, ganz schön, weil er hat es geschafft, jetzt mit seinen Sounds wirklich zu berühren. Und da war auch noch seine kleine Tochter da, dann ging es ums innere Kind, dann hat die auch noch was reingesprochen, es war wirklich ganz süß und es sind wirklich ganz, ganz tolle Meditationen geworden, aber nur, weil wir nicht abgebrochen haben, nur, weil wir nicht gesagt haben, okay, das bringt nichts, wir suchen uns einen anderen. Das hätte nämlich genauso wenig gebracht. Also manchmal ist es so wichtig, einfach dran zu bleiben. Und auch wirklich so zu gucken bei dir selber, wie ist es gerade um meine Geduld bestellt? Habe ich Geduld oder bin ich eher ein ungeduldiger Mensch? Das ist bei mir so der Fall. Und dann wirklich so zu gucken auf einer Skala von 1 bis 10, wie ungeduldig bin ich jetzt auch gerade? Wie sehr spielt vielleicht jetzt auch gerade die Angst rein? Und alte Themen wie Perfektionismus. Wenn du das alles so für dich ein bisschen besser aufdröselst, dann merkst du, welche Zutaten dazu führen, dass du jetzt eben gerade in diesem Moment dazu tendierst, umzukehren. Die Angst, vielleicht nicht mehr geliebt zu werden, weil der Abgabetermin schon 2 Wochen vorbei ist. Die Angst, rauszufallen aus dem Projekt, obwohl ich so gerne dabei sein mag. So dieses alte Thema auch, ich möchte so gerne dabei sein, ne, das dann wieder angerührt wird. Vielleicht auch das Thema der Erschöpfung, wirklich so zu merken, boah, ich wünsche mir einfach mehr Unterstützung, wo ist diese Unterstützung, die kann ich nicht wahrnehmen und dann auch wirklich so zu gucken, okay, ist das nicht vielleicht auch einfach nur ein altes Thema, wo ist denn auch Unterstützung, wo lenke ich gerade auch den Fokus hin auf das, was noch nicht so ist, wie ich es haben möchte oder auf das, was alles schon Tolles in meinem Leben ist. Ich sage ja immer so gerne, du bist nur einen Gedanken vom Glück entfernt und es ist manchmal nur ein Gedanke, der das Leben im Moment so schwer macht. Es ist nur ein Gedanke. Und so war es auch bei mir, dieser eine Gedanke von, wir kriegen es nicht hin. Dieser alte Gedanke von, ich schaff's nicht, war wieder da. Manchmal ist das so, dass alte Glaubenssätze sich nochmal zeigen und dann darf man sie erkennen. Und in dem Moment, wo du das erkennst und diesen Glaubenssatz für einen Moment mal aus dem Kopf rausnimmst, merkst du, es wird schon viel leichter. Der Körper fühlt sich wieder voller und lebendiger an. Es fühlt sich leichter an. Und das Leben ist schön. Es ist oft nur ein einziger kleiner Gedanke. Also schau du, dass du anhältst, so wie ich gestern, dass du über deinen eigenen Schatten springst, aus dieser alten Energie rausgehst, so wie wir es jetzt in den Inspirationstagen immer wieder auch geübt haben, und dann weitergehst. Und wenn du jetzt dich fragst, was reden die da als von den Inspirationstagen? Das sind Tage, bei denen du schauen kannst, wo du hin willst. Das sind Tage, die du für dich nutzen kannst, in deinen Themen deine Erfolgsverhinderer zu entdecken, zu entlarven und die wichtigen Schritte zu tun, mehr zu dir zu kommen, in dein Herz zu hören und den Weg zu gehen, der für dich hier wirklich auf Erden wartet. Wenn du da gerne teilnehmen magst, sind die nächsten im Januar in Bad Meinberg vom 18. bis zum 20. Januar im Seminarhaus Shanti. Also, falls du dich fragst, was erzählt die hier gerade dauernd, das wird wiederkommen. Diese Tage werden wir mehrmals im Jahr machen und du bist herzlich dazu eingeladen. Genau, und wir wollen dir auch von diesen Inspirationstagen nochmal erzählen von einem Teilnehmer, der wirklich die ganze Gruppe sehr berührt hat, weil er heißt Gosi und er kommt aus Indonesien. Und wenn du uns auf den sozialen Medien folgst, dann hast du bestimmt schon von ihm gehört, weil da jetzt wirklich etwas in Gang gekommen ist, was wirklich ganz erstaunlich ist. Also Gosi ist 24 und er ist mit 18 Jahren nach Deutschland gekommen und hat einfach in Indonesien diesen ganz großen Wunsch gespürt, nach Deutschland zu gehen. Er hat es wie so eine ganz klare, kristallklare Vision vor sich gesehen. Er sagt, ja, er geht dahin. Und er findet dort seinen Weg. Und jetzt kommt er aus Indonesien natürlich aus einer sehr armen Familie. Sie hatten ganz oft nicht genug zu essen. Er hat in der Schule Donuts verkauft, damit seine Familie überhaupt was auf dem Tisch hat. Und das, was sie dann auf dem Tisch hatten, war Reis und Salz, wenn es gut lief. Das war dann schon ein Tag, an dem die Fülle da war. Und das sich vorzustellen, dass
er damals gesagt hat, okay, er geht nach Deutschland. Und das wird er dir nachher auch nochmal selbst erzählen in unserem Podcast, weil das Lustige war, dass der Gosi einfach macht. So ist er nach den Inspirationstagen einfach bei uns vorbeigegangen hier zu Hause und wollte sich verabschieden. Er wollte nichts. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man das versteht. Er ist keiner, der irgendwo dran zieht und sagt, komm, unterstütz mich, sondern er öffnet einfach sein Herz und hält die Dinge für möglich. Und er ist auch nicht im Opfer. Also er sagt nicht, oh, ich bin der arme Gosi, der kein Geld hat, sondern er sagt, ich will diese Ausbildung machen. Das ist mein Herzenswunsch. Und im Moment glaube ich noch, es geht nicht. Aber ich öffne mich dafür, dass es geht. Und schon einen Tag später geht es, weil er es für möglich hält. Also ich will dich auch dazu einladen, dass du die Dinge für möglich hältst. Und zwar große Dinge. Halte für möglich, dass in einer halben Stunde sich das Blatt komplett wenden kann. So wie ich gestern bei dem Musiker. Halte für möglich, so wie Gosi, dass du eine Ausbildung, die 5000 Euro kostet, irgendwie finanziert bekommst. Weil du selbst daran glaubst. Weil du es so sehr willst. Aber ohne dich hinzusetzen und zu sagen, ach, mach du es doch bitte für mich. Genau, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil er hatte das ja damals schon in Indonesien geschafft. Er ist zum Goethe-Institut gegangen und hat gesagt so, ich möchte gerne nach Deutschland. Und dann haben die natürlich erstmal geguckt und haben gesagt, okay, dann müssen sie dieses Formular und dann müssen sie diesen Kurs machen, dann müssen sie diesen Kurs machen, das kostet so und so viel und dann braucht man 8000 Euro, das muss man auf einem Sperrkonto sicherstellen und dann ist er mit hängendem Kopf erstmal rausgegangen. Also es ist nicht so, dass er keine Rückschläge hatte, er hatte immer wieder Rückschläge, doch der Zufall, er hat sich dann wieder geöffnet, irgendwie, ich fühle, dass es trotzdem möglich ist und plötzlich hat er die Tür wieder aufgemacht und es kamen Zufälle zustande, zum Beispiel eine Freundin, davon wird er nachher erzählen, die ihm dann erzählt hat von einer Deutschlehrerin. Dann ist er dorthin gegangen, der Deutschkurs war zu teuer für ihn, aber er hat gesagt, ich möchte Deutsch lernen. Hat die Frau gesagt, okay, diese Bücher kosten 10 Euro, schau, dass du diese 10 Euro verdienst, ich gebe sie dir jetzt schon mal mit. Er hat damals 2 Euro für 8 Stunden bekommen, also musste er erstmal 2 Wochen arbeiten, bis er diese Bücher bezahlt hatte. Und dann hat er sich so begeistert in diesen Kurs gesetzt, dass die Frau ihn einfach umsonst hat mitmachen lassen. Und ich glaube, das ist so ein schönes Beispiel. Er hat sie nie gefragt, ob er umsonst dabei sein darf. Er hat gesagt, okay, wie können wir das hinkriegen? Und genauso war es in den Inspirationstagen. Christina und ich, wir haben gespürt, okay, wir haben ihn erstmal gesagt, spür erstmal, ob das wirklich dein Wunsch ist, diese Ausbildung zu machen. Spür mal, ob das ganz klar ist. Und er hat nicht einmal gefragt, ob er die umsonst bekommen kann. Nicht einmal. Und wir haben dann irgendwann beide das Gefühl gehabt, okay, den Gosi unterstützen wir. Warum? Weil er dafür brennt, weil er wirklich schon während dieser Tage die Menschen begeistert hat mit seiner Geschichte und auch mit seiner Art. Und wir wirklich glauben, dass sein Weg ist, auf einer Bühne zu stehen oder vor einer Gruppe zu stehen und Menschen zu begeistern. Wo auch immer, ob in Indonesien oder in Deutschland oder sonst wo, spielt gar keine Rolle. Und deswegen haben wir uns entschlossen, ihm diese Ausbildung zu schenken. Und dann kam die nächste Herausforderung, nämlich die Übernachtungskosten zu zahlen. Und das sind auch 3.500 Euro. Und schon hat sich eine Teilnehmerin dazu bereit erklärt, ich mache so ein Crowdfunding für ihn. Jetzt haben wir innerhalb von 2 Tagen schon über 1.000 Euro gesammelt, dass er die Ausbildung machen kann. Und zwar nicht einmal aus Mitleid. Wir helfen Gosi nicht aus Mitleid. Auf gar keinen Fall. Wir helfen Gosi, weil er diese Begeisterung, diesen Funken, weil der überspringt. Und das ist genau das, was wir dir erzählen wollen. Er sagt, Mensch Leute, ihr lebt doch in einem Land, ihr seid frei. Ich bin nicht frei, ich kann hier nicht machen, was ich will. Ich darf eigentlich nur als Koch arbeiten. Und dennoch öffnet er sich für Möglichkeiten. Und ich glaube, wir vergessen manchmal, was für ein Geschenk wir haben, in einem freien Land wohnen und dass wir in einem sehr reichen Land wohnen. Und all das, was so passiert in Chemnitz jetzt, wo die Menschen auf anders aussehende Menschen Jagd machen, wir sind in einer Sackgasse verrannt, dass wir glauben, dass uns mehr Reichtum zusteht als anderen. Und das ist einfach Quatsch. Wir sind alles Menschen. Und das merken wir jetzt auch in diesen Inspirationstagen, wie sehr er die Menschen begeistern konnte für sich selbst. Und nicht für ihn, sondern für sich selbst. Er sagt, wenn ich das schaffe, dann schaffst du das zweimal, weil deine Voraussetzungen sind so viel besser, weil du frei bist. Und ich glaube, das ist nochmal einfach eine inspirierende Geschichte, die wir jetzt gleich nochmal mit einblenden wollen. Hör mal zu, wie Gosi seinen Weg gegangen ist. Und die einfachen Erfolgsschlüssel sind, geht nicht, gibt's nicht. Das ist sein Satz, den er auch auf den Inspirationstagen
gefunden hat, weil er saß schon auch zwischendrin da, ja, die Ausbildung kann ich nicht machen, das funktioniert nicht, weil das geht einfach nicht, ist einfach zu teuer. Ich habe gesagt, schau dir den Glaubenssatz an, geht nicht, gibt's nicht. Und erst als er diesen Glaubenssatz gelöst hatte, haben wir gesagt, okay, du bekommst sie. Warum? Weil das wirklich die Essenz ist, dass du selber daran glaubst, dass du selber die Tür aufmachst, sonst wäre das nichts geworden, gell? Das heißt also, du kannst immer so weit wachsen, wie du selbst dir das erlaubst. Du kannst immer so groß werden in dir, wie du selbst es für möglich hältst. Und wenn du es noch nicht für möglich hältst und nach dem Wie fragst, dann versuch dich zu öffnen dafür, dass du das gar nicht wissen musst, wie das funktioniert, sondern du dich nur dafür öffnen brauchst, dass es funktioniert. Und in diesem Sinne wünschen wir dir jetzt einen ganz wunderschönen Tag. Öffne dich für all die Chancen und Möglichkeiten, die du hast. Du bist in einem Land aus Gold, voller Fülle, voller Möglichkeiten. Du hast keinerlei Einschränkungen, keinerlei Freiheitseinschränkungen, außer die Freiheitseinschränkungen, die du selbst dir noch auferlegst. Also werde dir dieser auferlegten Dinge bewusst, lass sie los und komm in dein ganzes Strahlen. Weil dieses Strahlen braucht diese Erde, dieses Strahlen braucht der nächste Mensch, den du wiederum damit anzündest, ansteckst. Und wir wünschen uns das von ganzem Herzen, dass es über die Welt hinausgeht, dieses Strahlen. So dass diese Welt zu einem besseren Platz wird. Und fang an, global zu denken. Fang an, größer zu denken als dein kleines Deutschland oder deine kleine Stadt. Wenn du verstehst, dass wir alle miteinander verbunden sind, dass es keinen Unterschied gibt zwischen dir und Gosi oder mir oder irgendjemand anders auf der Welt, sondern dass wir alle diese schöpferischen Wesen sind und dass es jeder schaffen kann und dass es einfach eine inspirierende Geschichte ist, wenn du merkst, dass es Menschen schaffen, deren Voraussetzungen so viel schlechter sind. Und wenn deine Voraussetzungen gerade auch ganz schön schlecht sind, heißt, du bist vielleicht, kriegst Hartz IV und hast gerade wirklich ein körperliches Thema oder was auch immer, aber dann glaub an dich. Wir haben eine Teilnehmerin dabei gehabt, die hat nur ein Bein und die hat eine Prothese. Und wir haben diese Gehmeditation gemacht. Und in dieser Gehmeditation sage ich, sei dankbar dafür, dass du zwei Beine hast. Und sie ist so wütend geworden. Sie hat so gesagt, ja, aber ich habe keine zwei Beine. Ich habe nur ein Bein. Und das ist natürlich erstmal, wir fühlen uns dabei ganz schön, oh, scheiße, ja, klar. Die Meditation ist nicht so toll für Menschen mit einem Bein. Nein, ich habe ihr dann irgendwann gesagt, ja, aber du hast noch ein Bein. Und es sagt sie, genau darauf bin ich auch gekommen, als ich dann so wütend war und so gemerkt habe, Mensch, ich weiß ja, der redet hier von zwei Beinen. Ich habe keine zwei Beine. Dann hat sie gemerkt, aber ich habe noch ein Bein. Stell dir vor, ich hätte das Bein nicht mehr. Dann würde ich im Rollstuhl sitzen oder ich hätte wirklich sehr viel mehr Probleme. Und wir haben diese Frau begleitet, auch auf einem anderen Seminar bei Joe Dispenza. Da sind wir im Hochseilgarten gewesen. Da ist sie mit einem Bein durch so ein Netz gegangen. Du hast es gesehen, gell? Ja, ja. Und ich kann dir nur sagen, diese Menschen sind so inspirierend, weil sie sagen, ich schaff das. Und geht nicht, gibt's nicht. Und sie hat diesen Hochseilgarten mit einem Bein geschafft, wo die anderen Angst hatten, mit zwei Beinen durchzugehen. Lass dich von diesen Menschen inspirieren. Und auch diese Frau ist bei der Ausbildung dabei. Und wir freuen uns so, diese inspirierenden Menschen dabei zu haben. Und so wollen wir dir jetzt die kurze Geschichte von Gosi mit einspielen und hoffen, dass du dich inspirieren lässt. Bis bald. Mach's gut. Mach's gut. Hallo Gosi hier. Ich freue mich, dass du vorbeigekommen bist, und zwar auch wieder typisch Gosi, einfach hergekommen, einfach an der Tür geklingelt und gesagt, ich will mich verabschieden. Gosi kommt aus Indonesien, ist 24 Jahre alt, 25? Ja, geworden. Geworden. 24 Jahre alt geworden. 24 Jahre alt geworden und kommt aus sehr schwierigen Verhältnissen. Vielleicht magst du dich kurz mal vorstellen, wer du bist und ja, wo du herkommst, was du erlebt hast. Ich bin Gosian Kalingamodaning. Viele haben irgendwie Schwierigkeiten, irgendeinen Nachnamen auszusprechen, wenn man sich nie zutraut. Aber ich bin mit 18 hergekommen, von Indonesien, in der Hoffnung, dass ich halt meine Familie eben unterstützen könnte oder durfte. Und das war schon ein etwas schwieriger Weg, weil ich ja früher in meinem Familienverhältnis halt schon ziemlich arm war, habe ich gedacht. Und war es tatsächlich schon arm. Ich musste auch Donuts verkaufen, um halt einfach mal ein bisschen Reis kaufen zu können, damit wir essen können, damit wir wenigstens satt waren. Und ich hatte nie gedacht, dass ich in Deutschland bin und dass ich nach Deutschland kommen wollte. Aber es war ein Wunsch von meinem Vater und von mir auch. Und es hat sich irgendwie gut angefühlt. Ihr kennt doch bestimmt, wenn ihr
irgendwas denkt und was unmöglich ist, aber trotzdem fühlt sich so schön an. Und das war tatsächlich so. Und trotz meiner, sag ich mal, finanziellen Verhältnis, habe ich hierher geschafft, nach Deutschland zu kommen. Und du hast ja auch gerade, das hast du am Wochenende auch bei den Inspirationstagen so schön gesagt, hast du gesagt, ja, ich war relativ arm. Also die Familie hatte wenig zu essen, aber du kanntest noch eine Frau, die die Reiskörner aus dem Boden gepickt hat, um sie ihrem Baby zu geben. Und du hast dann gesagt, gegenüber dieser Frau bin ich nicht arm. Ja, gell? Das, richtig. Das ist einfach das Verhältnis. Erzähl mal von diesen Verhältnissen dort. Wie arm ist für dich wirklich arm sein? Na, ich glaube einfach, dass arm nur von Denken halt anfängt. Also du denkst, wenn du arm bist. Und das ist so subjektiv eigentlich. Du bist arm. Also für manche Leute, wie gesagt, ich habe ja gedacht, dass ich schon arm war, weil ich manchmal musste ich halt fasten oder mussten wir fasten, damit ich in die Schule gehen kann oder konnte. Und manchmal haben wir nur Reis und Salz gegessen. Und ich habe das gedacht, dass ich schon arm war. Obwohl ich habe nicht so mich arm gefühlt oder so. Und dann kam ich, wie gesagt, in diese Situation, wo ich diese Frau gesehen habe. Einfach Reiskörner von quasi, das war ein LKW mit Reis und dann, wo halt das Reis aus dem Reissack eben rausgefallen ist, da hat sie rausgepickt. Und wenn ihr vielleicht Kinder oder Family, falls in Afrika oder so nochmal seht, da bin ich dagegen noch nicht arm. Also ich hatte zwar zu Hause, das war nur 12 Quadratmeter, zwei Zimmer mit 40 Familien und dann eine Küche und 4 Bäder. Und war für manche Leute, vor allem hier in Deutschland, ist kaum vorstellbar wahrscheinlich. Und deswegen weiß ich nicht, warum hier die Leute manchmal jammern, weil sie nichts haben oder so. Aber genau, aber immer, also selbst oberhalb von Himmel gibt's noch Himmel und oberhalb von Erde gibt's noch irgendwas. Und deswegen ist es nur ein Denken, glaube ich. Das ist nur ein Denken, ein Glaubenssatz. Genau, du bist als Au-pair nach Deutschland gekommen, also hast eine Chance genutzt, bist du bei einer deutschen Familie, hast dich um die Kinder gekümmert oder? Richtig, wie war das? Ja. Genau. Also, wie gesagt, ich hatte ja diese Vision eben oder Traum, nach Deutschland zu fliegen. Am Anfang habe ich nicht geglaubt, ja. Und habe ich natürlich, weil es sich angefühlt hat, habe ich trotzdem gefolgt und eben erst das Schritt einmal gesucht. Das ist das Wichtigste wahrscheinlich, auch erst das Schritt einfach zu gehen, wenn man an etwas glaubt oder eine Vision hat. Und mein erster Schritt war, okay, ich will nach Deutschland, was soll ich machen? Nicht an Geld denken oder an eben diese Mangel, das, was wir denken, fokussieren, sondern okay, was kann ich machen? Jetzt. Also nicht in 10 Jahren oder in ein paar Monate, jetzt. Erstmal Deutsch lernen. Ich will auch Deutsch lernen, ich wollte es. Und ich war so hungrig auch, ich habe gesucht. Am Anfang habe ich in Goethe-Institut, das ist ja ein Deutschkurs dort, und habe ich gefragt. Ich habe nicht gefragt, also ich möchte Deutsch lernen. Ich hab gleich gesagt, ich will nach Deutschland. Also, wie geht das? Dann haben sie gesagt, die wollen halt ziemlich viel Geld. Das war irgendwie eher wirklich Wirtschaftsding. Und ja, wenn sie nach Deutschland kommen, müssen sie erstmal diesen Kurs belegen und dann 9 Monate machen. Und das kostet so viel und so viel. Ich sag, okay. Dann war ich natürlich wieder klein. Ja, aber gut, wie soll ich das bezahlen? So. Und dann hat sie gesagt, durch Studienkolleg. Also nicht Au-pair. Also Au-pair haben sie nie gesagt und sollen sie niemals sagen wahrscheinlich. Durch Studienkolleg. Studienkolleg ist ein System in Deutschland für Uneuropäer, glaube ich, die halt, um halt eben mit Deutsch Schule zu verlängern, wenn man eben in Studium anfangen will. Ich wollte ja am Anfang studieren, weil ich Pharmazie-Berufsfachschule gelernt habe. Und mein Vater hat ja gedacht, dass man Pharmazie oder deutsche Pharmazie sehr stark ist und ich auch. Und deswegen sollen wir nach Deutschland. Das war eigentlich erster Wunsch. Also die tiefere Wunsch gab's noch nicht. Und hat sie nochmal gesagt, na, du musst erstmal einen Deutschkurs dort dich anmelden für 6 Monate und 8.000 Euro auf Sperrkonto haben. Was? 8.000 Euro? Also niemals. Dann bin ich rausgegangen, dann war ich natürlich wieder deprimiert und okay, scheiße, mein Traum ist weg, das geht nicht. Und ich weiß nicht warum, da hat sich immer noch angefühlt, das ist nicht komplett weg. Ach, es gibt
bestimmt einen Weg, es gibt bestimmt einen Weg. Und dann kam irgendwie eine meiner Klassenkameradin aus meiner Schule und dann war so von Kumpel, ja, sie wollte nach Deutschland, was, wenn nach Deutschland bin, habe ich sie gesucht. Und ja, das war nach der Abi und habe ich sie gesucht, ja, wie geht das, wie kann ich, du willst nach Deutschland, ich will auch nach Deutschland und so, zeig mir, ich war so hungrig und begeistert. Und dann hat sie mir ihre Deutschlehrerin vorgestellt, sie ist mein Arschengel, also sie hat mich gerettet. Und sie ist so eine kleine Frau, die mit so viel reine Seele ist, so, es hat ausgestrahlt und ich bin da hingekommen. Und wieso Arschengel? Ich weiß nicht, sie hat meinen Arsch gerettet. Ach so. Also. Ja, weil wir sagen zum Arschengel immer die einem den Knopf drücken. Ein Arschengel ist der dich herausfordert. Also zum Beispiel da jemand, der sagt, ach Gosi, du schaffst das sowieso nicht. Und dann sagst du, doch, ich schaff das. Aber sie hat es anders gemacht. Ja. Sie war dein Engel sozusagen. Ja. Ach so, dann habe ich auch sofort verstanden bisher. Ja, genau. Für mich war Arschengel einfach der Engel, der meinen Arsch gerettet hat aus meinem Leben. Genau. Wir nennen den Arschengel, das kommt ja von Robert, ist ein Arschengel ist jemand, der dir einen Knopf drückt. Ein Arschengel ist eigentlich ein Arsch. Ah. Der sich aber nachher rausstellt als dein Engel. Okay. Siehst du? Schon wieder was gelernt, gell? Krass, aber was man glaubt, ist einfach, also wenn man glaubt, dass das Arschengel wirklich Arsch ist, dann ist es falsch. Und ich habe das anders geglaubt und für dich war das eine Wort für anders. Mich war's auch anders. Aber sie war dein Engel, sie hat dich unterstützt, sagst du. Genau, also ich kam dann rein in ihrem Büro, im kleinen Büro. Dann habe ich wieder gefragt, ich möchte bitte nach Deutschland kommen, wie geht das? Und ich habe gehört, das ist so teuer und sie hat das nicht gesagt, ja, das ist ein der Weg. Und dann hat sie gesagt, es gibt andere Wege, Au-pair. Ach, was ist das? Dann hat sie gesagt, ja, du bist dann in einem Haushalt, du bist dann in deutsche Familie, 6 bis 12 Monaten, dann musst du dich aber halt um die Kinder kümmern, kleine Haushalt und sowas, aber der Vorteil ist, dass du eben dort direkt Deutsch lernen kannst, so. Und du wirst auch dann unterstützt, kriegst Taschengeld, 260 Euro. Da gibt's sogar eine Regel dafür, das ist ein Gesetz. Und ja, 5 Stunden pro Tag arbeitest du normalerweise. Und eben, ja, ich sag, krass, ich krieg sogar Taschengeld. Aber diese 8000 Euro muss ich da bezahlen? Nein, sie bürgen für dich. Also, genau, du bist ja da, du bist versichert bei denen auch. Deswegen ist diese 8000 Euro nicht da. Was? Ich liebe Kinder. Ich helfe auch gerne im Haushalt. Ich bin halt Helfer-Syndrom. Also ich habe Helfer-Syndrom. Ich helfe sehr gerne und habe meine Schwester gekümmert und so. Deswegen, ich sag ja unbedingt. Ich möchte ja und ja kommst erstmal in 2 Wochen in unserem. Ja und dann habe ich natürlich gefragt, wie ist es mit der Bezahlung? Ich sag, ich habe nicht so viel Geld und ach komm erstmal und aber wichtig ist vielleicht für dich erstmal diese Bücher, also von ihr, weil wir mussten auch drucken und das erstmal zu bezahlen. Dann okay, das mache ich. Die 2 Bücher mitgenommen. Also das war so ungefähr 10 Euro oder sowas umgerechnet für diese Bücher. Und ich habe dann gleich eine Arbeit gesucht. Also ich habe mich nicht hingesetzt und entspannt. Das ist ja, was die Leute denken. Okay, ich gebe Universum das Glauben, dass es kommen kann. Nein, du musst auch dafür was tun. So. Und ich habe gearbeitet 8 Stunden für 2 Euro. Und dann hattest du irgendwann die 10 Euro für die Bücher? Genau, habe ich. Und die Frau hat gesehen, du willst wirklich, oder? Ja, genau. Und in diese 2 Wochen habe ich auch nicht mich hingesetzt. Ich habe die Bücher, okay, ich war so begeistert, dass ich es wollte, habe ich anstatt, wir haben uns immer mal, die Gemeinschaft ist so wichtig in Indonesien, wir haben uns immer hingesetzt, mit einem Kumpel gekocht oder einfach Gitarre und ich habe mit meinem Kumpel hingesetzt und die haben was gemacht und ich habe die ganze Zeit mit meinem Buch gelesen und gelernt, also schon mich belesen, so, weil ich wirklich schon wissen wollte und so begeistert war. Und da war ich in dem Tag, so nach 2 Wochen vergangen, war ich an dem Tag da und meine Deutschlehrerin hat halt was gefragt und die anderen haben so geschwiegen und keine Ahnung so. Und ich habe immer Hände hochgehalten, ja. Da hat mir immer was geantwortet und sie hat das gespürt vielleicht, meine Begeisterung. Das ist auch eine meiner Erfolgsschlüssel vielleicht, dass ich herkommen kann, dass ich so begeistert bin in dem, was ich halt wirklich machen will. Und immer mehr, du hast die Vision aufrechterhalten, du hast dich nicht enttäuschen lassen. Und das ist ja auch das, was du auf den Inspirationstagen gesagt hast. Du hast immer gedacht, das geht nicht. Und dann hast du immer wieder gemerkt, nein, es geht doch, es gibt bestimmt einen Weg. Ja.
Und ich glaube, du bist halt ein super Beispiel dafür, dass es eigentlich geht's nicht. Ja, eigentlich hast du kein Geld, das zu machen. Und ich glaube, es geht so vielen Menschen so, dass sie sagen, ja, für die anderen geht es vielleicht, aber für mich geht es nicht. Und du bist ein Beispiel, das zeigt, es geht eben doch. Und ich glaube, natürlich braucht man etwas Glück, wie du ja erfahren hast, aber das Glück kommt tatsächlich dadurch, dass wir es für möglich halten. Weil wenn wir sagen, es geht nicht, machen wir die Tür dem Glück zu. Richtig. Und kann kein Glück mehr kommen oder kann doch kein Zufall mehr passieren. Und es gibt keine Garantie dafür, dass es klappt, wenn du die Tür aufmachst. Aber die Wahrscheinlichkeit ist so viel höher, dass es funktionieren kann. Und dafür bist du so ein gutes Beispiel. Ja. Und dann bist du nach Deutschland gekommen, hast Deutsch gelernt, hast eine Au-pair-Stelle bekommen, bist hier angekommen. Ja. Und erzähl mal, was du jetzt gerade spürst. Du sagst ja, diese tiefere Vision war noch gar nicht da. Es war erstmal nur Deutschland. Ja. Und jetzt, wie hat sich das weiterentwickelt? Ja, ich glaube, ich muss mal zurückkommen. Dafür bin ich wirklich mega dankbar. Also, dass ich wirklich da sein darf, dass ihr, also du und Christina, an mich vertraut habt, so, dass es die Tür aufgeöffnet hat, für mich nochmal neue Tür geöffnet hat, habt, und weil, also diese Tag, wo du mir gesagt hast, mein Glaubenssatz, das geht nicht, weil ich kein Geld habe, so, und obwohl ich ja auch schon mal geschafft habe, in meiner alter Erfahrung, ja, dass ich das geschafft habe, und trotzdem kommt mein alter Glaubenssatz wieder, dass ich sage, dann haben wir ein Ritual gemacht oder eine Meditation gemacht, wo wir den alten Glaubenssatz wirklich schauen können und dann richtig aufgeschrieben waren. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man aufschreibt und dann wirklich neue Glaubenssätze. Und dann habe ich gesagt, gibt's nicht, geht nicht. Und dann habe ich wirklich geschrieben. Geht nicht, gibt's nicht. Anders. Ach, genau. geht nicht, gibt's nicht. Ja. Genau. Und es war eine Übung, es war the work. Wir haben sozusagen deinen alten Glaubenssatz, es geht nicht, einfach nur hinterfragt. Wir sagen, ist das wahr? Du hast ihn aufgeschrieben, es geht nicht. Und was geht nicht? Du hattest eine Vision dabei, du wolltest Inspirationscoach werden, beziehungsweise so viele Menschen wie möglich zu inspirieren, dass es einfach alles geht, dass es alles möglich ist. Genau, und du hast ja so eine schöne Geschichte, dass du gesagt hast, spürst es in dir, dass jeder diese Schatzkiste in sich hat und dass du erstmal deine eigene Schatzkiste finden möchtest und dass du dann den anderen helfen willst, ihre Schatzkiste zu finden. Genau, und diese Schatzkiste halt eben goldener Staub, was ich halt dran glaube, das sind so die Fähigkeiten und die Stärke, die auch die Menschen eben, die andere Menschen eben brauchen. Es geht nicht darum, dass du die Schatzkiste findest und dann den goldenen Stab für sich auch selber behältst, dass du auch ein paar Mal zeigen kannst und auch andere geben kannst. So, living is giving, Leben ist geben. So, das, darum geht das auch mehr. Ich habe da in deinen Inspirationstage oder eure Inspirationstage halt gesehen, vor allem das magische Kraft war das so, wo die Menschen an dich glauben und du manchmal wirklich dich klein machst. Du bist manchmal echt so hart mit dir selbst und glaubst nicht an dich. Obwohl viele Menschen, so, das war dieser Liebestunnel, ich weiß nicht, was das war, das war so viele Menschen an mich geglaubt, so, und dann kamen wieder Gefühle hoch, alte Gefühle, warum ich hergekommen bin, wer ich wirklich bin, so, und dann habe ich wirklich angefangen, mir zu glauben, und mein Glaubenssatz ist komplett geändert, und fing das wirklich an in deinen Gehmeditationen, wo du richtig schön aufgenommen hast, und dann habe ich einfach so wirklich mich gefühlt, wie ich mich fühle. Und dann hast du gesagt, wer bist du? Wer bist du? Und dann kam, wie gesagt, das Gefühl wieder, meine innere Kindheit, wer ich wirklich bin, was meine Mutter gesagt hat, wer ich bin. Also die Bedeutung meines Namens. Und auf einmal kommt es wirklich, dieser Wunsch, also diese tiefe Entspannheit, dann kommt wirklich, das hat vibriert, also ganzen Körper hat vibriert, dass ich wirklich diesen Wunsch habe, Menschen zu inspirieren, dass ich diese Schatzkiste finden möchte, mit denen begleiten. Ich möchte ihn begleiten, den Menschen. Und dann kam eine Frau, die einfach gelaufen ist und juhu gesagt hat, weil sie wahrscheinlich auch das gesehen hat. Bei der Gehmeditation. Bei der Gehmeditation. Ja. Und das war, ich habe von hinten alle gesehen, das waren fast 40 Leute, glaube ich. Und ich habe so gesehen, die Aura von denen, so, dass es wie eine Flamme so richtig hochkommt, dass alles schon in bei denen ist. Gibt's nicht in äußere, in außen. Es gibt innen alles. Das habe ich gesehen und das möchte ich halt einfach mit den Menschen begleiten. Und deswegen war es so klar, dass ich irgendwie wirklich diesen Weg gehen will und Inspirationscoach machen will und wollte. Und dann habe ich losgelassen. Sebastian war mein Lebenszeuge, weil das war auch magisch, weil
auf dem Weg habe ich nur bis 12 Minuten gehört, deine Gehmeditation eigentlich. Mhm. Und dann ist ausgegangen. Dann habe ich das mal genossen, weil ich habe ja gesagt, okay, genieß einfach. Und dann habe ich weiß nicht, irgendwie, ich will nochmal hören. Dann habe ich genau in diesen Punkt gehört, wo du sagst, wer bist du? Mhm. Das ist so magisch. Du bist mit seinem Kopfhörer. Genau, ich habe dann geteilt. Sein Kopfhörer mit ihm geteilt. Also er hat mir mitgeteilt. So. Und also wir sind gelaufen und das war jetzt zu Ende, weil du hast gesagt, ja, fühl dich richtig rein in deine Visionen, ob du schon da bist. Und das war so erfüllt. Ich war so glücklich und so ganze Freude einfach in dir, wie ich toll gespürt. Und da habe ich gesagt, okay, das ist es. Das ist es. Und Sebastian hat mich gedrückt und ich habe wieder geweint und bin gelaufen. Ich habe die Sonne geguckt und Universum so gefragt, okay, wenn es wirklich mein Weg ist, zieh mich an. Also bitte lass den Weg mir zeigen. Und ich bin so wie als ob ich geflogen bin, habe ich gezeigt, so richtig geöffnet. Glück kannst du selber erschaffen, finde ich. Also wenn du nur etwas willst und dann nur sitzen bleibst, dann wäre ich sitzen geblieben, wäre ich in Deutschland, wäre ich in meiner Komfortzone geblieben, dann hätte ich auch nicht alles geschafft. Ja, also das Erste, was quasi für mich meinen Erfolg gebracht hat, ist diese kristallklare Klarheit. So, ich hatte so eine klare Klarheit. Ich wollte nichts nirgendwo anders. Ich wollte nur nach Deutschland. So, nur nach Deutschland. Und erster Schritt zu gehen. Erster Schritt. Ja, du hast Angst. Es ist normal. Das ist ein Grundgefühl. Die brauchst du auch. Aber wenn du so klare Klarheit hast, weißt du auf jeden Fall, wo du hingehst. Es ist wie zum Beispiel, du hast einen Lamborghini, so, aber du hast kein Navi. Du kannst irgendwo fahren und verbrauchst nur Sprit. Das ist sinnlos, oder? Ja. Wenn du aber eine Richtung hast, ob du einen Lamborghini hast oder einen kleinen Schrottwagen hast, aber du bist im Ziel, du kommst ins Ziel. Ja, langsam, aber sicher. So. Und das Zweite ist für mich wirklich Glauben, also richtig starke Glauben an mich. Und immer wieder halt hinterzufragen, okay, du bist da und du bist eigentlich geliebt, du hast alles in dir. So. Ich glaube, was dich ganz besonders auszeichnet, ist auch, dass du mutig bist. Ja. Also, stimmt. dass du jetzt hier heute einfach vorbeikommst, ist mutig, dass du damals in Indonesien gesagt hast, ja, ich mache es. Ja, du kennst niemand. 18 Jahre alt, fliegst nach Deutschland und du glaubst an dich auch, dass du eben deine Familie dabei unterstützen kannst. Du hast Mut und das ist, glaube ich, das, was wir brauchen. Wir brauchen Mut, um diesen Weg zu gehen. Und erfolgreiche Menschen haben nicht einfach Glück, sondern die meisten erfolgreichen Menschen sind mutig und sie haben gelernt, auch zu scheitern. Sie haben gelernt, hinzufallen und wieder aufzustehen. Richtig. Und daher, toll, dass du vorbeigekommen bist, so spontan. Schön, dass ich da war, gell? Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, das hat mich auch hingezogen. Ja. Ich musste verabschieden. Genau, und das ist auch ein Erfolgsschlüssel. Du hast eine innere Stimme, eine Intuition. Du folgst deiner Stimme, deines Herzens. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Christina in ihrem Seminar in Hainchen machen wird, nämlich dieser Stimme zu folgen. Du hast schon einen Zugang und den haben viele zugeschüttet. Ja. Jeder hat den Zugang. Jeder hat diese Intuition und diese innere Stimme. Doch wenn der Kopf so stark wird, dann hören wir sie nicht. Ja. Und du hast da eine große Gabe, die du nicht verschüttet hast. Und daher hast du es auch hierher geschafft. Deswegen bist du nach Deutschland gekommen. Deswegen wirst du auch diese Ausbildung machen. Und du wirst Menschen inspirieren. Wo, wissen wir nicht. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht ist es in Indonesien. Ja? Vielleicht ist es wo ganz anders. Vielleicht ist es in Deutschland. Vielleicht ist es in deiner Arbeit. Vielleicht ist es, das ist egal. Das spielt keine Rolle. Aber du wirst Menschen inspirieren. Und das machen Visionen aus. Eine Vision macht kein, dass du sagst, ich muss jetzt genau da und da das und das machen. Nein. Es ist eine Eigenschaft. Menschen zu inspirieren kannst du überall auf der Welt. Ja. Kannst du als Klofrau, kannst du als Au-pair, du kannst Menschen inspirieren, als Coach, du kannst Menschen inspirieren. Und genau dieses Wissen, wenn wir dir in dieser Ausbildung weitergeben, wie du mit Menschen arbeiten kannst und wo du es dann anwendest. Freue ich mich so sehr. Und daher, also wenn du Lust hast, der gerade zuhört, Gosi zu unterstützen, wir haben ein Crowdfunding aufgesetzt, dass er eben die Hotelkosten und die Fahrtkosten rauskriegt. Gosi hat zu mir gesagt, ich schlafe draußen. Hab schon bei Minusgraden draußen geschlafen. Aber wir wollen natürlich nicht, dass Gosi im November im Park schläft oder im Januar. Also haben wir gesagt, nee, es gibt Menschen, die
sind bereit, diesem Gesetz der Resonanz zu folgen und sagen, ja klar, wenn ich gebe, dann signalisiere ich dem Universum, dass ich habe. Richtig. Und du hast schon viel gegeben und jeder gibt auf seine Art. Und ich glaube, das ist etwas, warum wir auch immer wieder geben, immer wieder etwas umsonst rausgeben. Allein dieser Podcast ist einfach wirklich etwas, was wir von Herzen gerne geben. Weil wenn du gibst, bekommst du. Und das ist das System. Also wenn es dich berührt, nimm das, was du Lust hast, Gosi zu geben oder auf dieses Crowdfunding-Konto einzuzahlen. Es kommt hundertprozentig nur diesen Hotelkosten und Fahrtkosten zugute. Wenn mehr zustande kommt, dann werden wir das, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt funktioniert, aber wenn mehr zustande kommt, werden wir es an eine gemeinnützige Aktion spenden. Das Ganze ist auch nicht in unseren Händen, sondern das hat die Nadine gemacht. Gell? Wir haben damit eigentlich nichts zu tun, außer dass wir es unterstützen wollen. Ne? Okay, Gosi, toll, dass du da warst. Danke, ich bin sehr dankbar. Danke, dass ihr auch unterstützen möchtet. Geht deinen Weg. Lebt eure Vision jetzt, nicht übermorgen, jetzt. Genau, und du bist ein tolles Beispiel dafür, dass du heute deine Vision lebst und dass du heute deinem Herzen folgst. Und daher, jo, danke, dass du da warst. Dankeschön, dass ich da sein darf.